4, 3, 2, 1 und ab geht's! Laufen, wo das Herz schlägt. Dieses Motto führt den ersten Viva West Marathon mitten durch das Ruhrgebiet. 42,195 Kilometer durch den Pott, von Gelsenkirchen über Essen, Bottrop und Gladbeck zurück zu Start und Ziel. Gelsenkirchens Oberbürgermeister Frank Baranowski ist stolz, dass es endlich wieder einen Marathon durch diese einzigartige Region gibt. Das ist eigentlich erstmal wieder wunderschön, dass es im Ruhrgebiet wieder einen städteverbindenden Marathon gibt. Und was dazu kommt, ist, dass er über, wie ich finde, hochspannende Strecken geht. Sowohl welche, an denen ganz viel Publikum sein kann, aber auch auf ehemaligen Zechen der Industriekultur, auf ehemaligen Strecken der Industriekultur. Und das macht den Reiz dieses Laufes auch aus. Diese hochspannenden Streckenabschnitte sind neben der Zeche Zollverein mit der alten Kokerei in Essen auch die Zeche Nordstern mit angrenzendem Nordsternpark. Hinzu kommen Bergbausiedlungen in Bottrop oder Gladbeck. Insgesamt machen sich pünktlich um 9 Uhr knapp 1700 Marathonläufer auf die Strecke. Im Halbmarathon sind es sogar fast 4000 Athleten, die sich durchs Ruhrgebiet schlängeln. Mit dabei auch gut 200 Firmen und 100 Schulstaffeln, die sich alle 6 bis 7 Kilometer abwechseln und so den Marathon als Team bewältigen. Schnellste Frau auf der Marathondistanz ist nach 3 Stunden 4 Minuten 53 Karin aus den Fünden. Für sie ein Heimsieg. Ich hatte eigentlich nicht so richtig einen Plan. Ich wollte hier Spaß haben, weil ich komme aus dem Ruhrgebiet, wohne hier leider nicht mehr. Und also Spaß ging vor Schnelligkeit und dann irgendwie bei Kilometer 17 war ich erste Frau. Dann habe ich mein Ding irgendwie durchgezogen, habe gedacht, ich hoffe, gehofft, dass mich keiner holt und war so und ja, hat gepasst. Bei den Männern setzt sich am Ende Florian Neuschwander durch. Er erreicht mitten unter den Halbmarathonläufern nach 2:25:57 das Ziel. Knapp unter 2:26 war super. 4 Wochen nach dem Bonn-Marathon, wo ich 2:20 gelaufen bin, nochmal so eine Zeit, war super. Ich habe zwischendrin schön relaxed Urlaub gemacht in Holland, dann passt das. Fast Urlaub unterwegs hätte die Siegerin im Halbmarathon der Frauen, Felicitas Viehhaber, aus Essen machen können. Sie gewinnt mit fast 3 Minuten Vorsprung und hat sich ihre ganz persönliche Belohnung mehr als verdient. Ja, ich freue mich, jetzt hinten steht mein Mann mit meinen beiden Kindern und wir werden jetzt noch ein bisschen feiern. Ich freue mich, jetzt gleich in den Arm zu nehmen. Und das machen am Ende viele, die dort gelaufen sind, wo das Herz schlägt.